Mein Name ist Linus Klemeniak, ich bin Projektleiter Digitale Kommunikation am Lux und durfte den ganzen Videodreh zusammen mit meinem Team organisieren und begleiten. Das Video werden wir brauchen für die Zentralschweizer Bildungsmesse CEBI. Dort haben wir die Herausforderung, dass wir die Lehrstellen interessiert, eigentlich auf den herkömmlichen Weg immer schwieriger erreichen. Durch das haben wir dieses Jahr mal einen neuen Weg einschlagen und haben eben zusammen mit dem BMX-Athlet und Influencer Chris Böhm ein Video gedreht, wo die nicht medizinischen Berufe am Spital in einem ungewohnten Setting zeigen und durch das Interesse weckt. Alles gut geklappt bis jetzt? Ja, ja. Meister Markus, ich bin zuständig für Gärtnerei, Areal, Mitarbeiter, Areal 15 Hektare gross und eine Haufen Innenbegrünung. Und mit meinem Team von 6 Leuten probieren wir das jeden Tag zu bewältigen. Dann gehört da, habe ich das Gefühl, ja, schön, dass das Spital etwas so macht. Es war eigentlich ein bisschen Zeit, dass wir die Gärtnerei und die verschiedenen Betriebe, handwerklichen Betrieb, so können wir vorstellen für eine andere Art von einer Plattform. Ich bin der Jan, ich bin hier im dritten Lehrjahr als Koch. Wie er mit dem BMX auf dem Herd oben seine Kreise zieht auf einem Rad, das habe ich schon ziemlich krass gefunden. Spass gemacht. Ich habe es mal sehr abwechslungsreich gefunden, diesen Tag. Auch wenn wir nicht richtig gekocht haben, sondern nur ein bisschen Trockenes aufgekocht haben. Aber es hat trotzdem mega Spass gemacht. Wenn wir den Tag irgendwie passieren, muss ich sagen, die Schauspieler, die haben einen riesen Applaus gehabt, das waren junge Leute. Wir natürlich auch mit den ein, zwei kleinen Missgeschicken, die passiert sind. Das hat noch ein bisschen Pfeffer gegeben in die ganze Geschichte. Und so das Fazit, muss ich sagen, schön gewesen, dass wir es erleben konnten. Ja, danke vielmals.